Florian Kübber auf dem Weg zum Rathaus. Vielleicht sein zukünftiger Arbeitsplatz, denn Kübber tritt als Bürgermeisterkandidat in Dülmen für die Grünen an. Mein Name ist Florian Kübber, ich bin 39 Jahre alt und gebürtiger Dülmner. Beruflich arbeite ich an einer Realschule in Essen. In meiner Freizeit setze ich mich sehr engagiert für und in Dülmen ehrenamtlich ein, zum Beispiel im Bereich der Kultur, im Schützenverein, im Sportverein oder auch in kirchlichen Institutionen. Florian Kübber hat sich Gedanken gemacht, was er in Dülmen als Bürgermeister verbessern will. Ja, es gibt einige Ziele, die ich mir vorgenommen habe. Ein Ziel, was sicherlich auch die Bürgerinnen und Bürger mitverfolgen, ist die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Das fängt an von der Sauberkeit und der Sicherheit auf den Spielplätzen bis zu kleinen Ruheoasen und Wasserspielen in unserer Innenstadt. Bänke, mehr Grün und auch eine Bekämpfung des Ladenleerstandes stehen bei mir ganz oben auf der Agenda. Dazu ist ein wichtiges Thema Wohnraum für junge Familien. Das ist ein knappes Gut hier in Dülmen. Wir können sicherlich nicht die ganze Dülmener Fläche weiter versiegeln. Wir müssen andere und alternative Wohnformen finden. Aber wir müssen es auch bauwilligen Familien ermöglichen, dass sie hier ihr Eigenheim gründen können in Dülmen. Ein weiteres Thema ist der Klimaschutz, der mir am Herzen liegt. Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass Dülmen klimaneutral wird. Nach Möglichkeit bis 2030. Das ist eine Mammutaufgabe, die ich auch als Bürgermeister natürlich nicht alleine schaffen kann. Ich bin da auf die Politik angewiesen, auf die Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch auf die Gremien im Landtag, im Bundestag und in Europa. Ein wichtiges Ziel für Kübber ist die Belebung der Innenstadt und die Beseitigung von Leerständen. Was für Florian Kübber an erster Stelle nach seiner Wahl steht, weiß er genau. Ja, beim Thema Innenstadt schwebt mir ein ganzheitliches Konzept vor. Wir müssen zum einen natürlich dahin kommen, dass wir die Innenstadt einfach attraktiver für die Besucher schaffen. Mit Grün, mit Wasserspielen, mit Spielgeräten für Kinder. Wir müssen aber auch mit der Wirtschaftsförderung und mit Dülmen Marketing gucken, dass wir neue Formen in die leeren Ladenlokale reinkriegen. Das können Pop-up-Unternehmen sein, das können aber auch verschiedene Wohnformen sein, wo einfach mal ein kleiner Vorgarten in die Innenstadt reinragt, in die Fußgängerzone reinragt und das Ganze auflockert. Dülm Nord muss entwickelt werden. Wir müssen gucken, dass wir jetzt in dieser Krisensituation Raum und Platz schaffen, um neue Unternehmen anzusiedeln, um Dülm als Unternehmen, Industrie- und Gewerbestandort weiter attraktiv zu machen. Das zweite ganz wichtige Standbein, was Dülm hat, sind die Familien. Ich möchte möglichst schnell neuen Wohnraum schaffen, neue Wohnbaugrundstücke schaffen. Es gibt auch in Haus Dülmen und im Dernekamp einige Flächen, die schon ins Auge gefasst worden sind. Hier möchte ich möglichst schnell das umsetzen, dass auch Familien hier ihr Haus bauen können. Florian Kübber ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und Institutionen. Beim Gespräch mit den Dülmener Bürgern spürt er, dass die Entscheidung, als Bürgermeisterkandidat in Dülmen anzutreten, richtig war. Ja, ich habe viele Gespräche geführt. Viele Bürgerinnen und Bürger haben mich angesprochen und mir nahegelegt, doch auch als Grüner in Dülmen mal für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Letztlich möchte ich mich weiter engagiert für die Dülmnerinnen und Dülmner einsetzen. Ich mache es ja schon seit vielen Jahren und im ehrenamtlichen Bereich. Und das möchte ich jetzt alles in die Waagschale werfen und zum Gemeinwohl der Stadt Dülmen möchte ich Bürgermeister werden, und zwar der erste grüne Bürgermeister in Dülmen. Florian Kübber hat sich vorgenommen, in den kommenden Wochen viele Wähler anzusprechen und mit ihnen seine Ziele zu diskutieren.